Könnt ihr euch erinnern, was im letzten Video geschah? Ich bin inzwischen in Rumänien angekommen und bin die Transalpina gefahren, hoch über den Karpaten, und plötzlich stand ein Bär vor meinem Auto. Aber ich bin noch gut an meinem Stellplatz angekommen und heute geht es weiter zum Schloss vom Grafen Dracula. Herzlich willkommen am Schloss Dracula. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag 3 in Rumänien. Und ich stehe hier immer noch auf meinem schönen Platz am Bach. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. In den Vorbereitungen, das sieht jetzt ein bisschen rustikal aus. Kaffee mit Hafermilch, Obst und Gemüse. Der Schinken, den ich gestern beim Bauern gekauft habe. Und Brot. Heute will ich ein bisschen Wasser sparen und wasche mit Wasser aus dem Bach ab. Ich wollte euch mal noch mal meine Nachbarn zeigen. Schaut mal, das sind auch Deutsche. Die haben sich einfach mal ein Feuerwehrauto ausgebaut. Das ist eine Familie, die reisen mit mehreren Kindern und bestimmt nicht nur für 3 Wochen hierher. So, ich bin jetzt beim Abwaschen und denke, was bimmelt denn hier? Hallo! Einmal das reale Leben, wenn man auf dem Klo sitzt mit diesem Ausblick. Heute bin ich hier im Schloss Bran. Der eine oder andere wird es schon erkennen. Es ist, oh, hier sind Fliegen. Es ist weltweit bekannt unter dem Schloss Dracula. Einen Parkplatz habe ich gefunden hier in Bran. Und jetzt geht's da lang weiter. Hier ist ein bisschen Jubeltrubel aufgebaut für Kinder. Und zum Schloss gehe ich jetzt hier durch den Park. Ist ganz niedlich hier, alles ja natürlich auf Tourismus aus. Das Schloss ist dort vom Herrn Dracula. Und ja, hier kann man noch ein bisschen einkaufen. Und da ist noch ein Riesenrad für Kinder. Und kleiner Tipp. Hier ist der offizielle Parkplatz an der Straße. Da muss man Parkgebühren bezahlen. Ich bin einfach hinten rechts reingefahren und ich hoffe, dass ich da gut stehe und keine Parkgebühren bezahlen muss. Handwerkskunst wird hier groß geschrieben und alles wird verkauft. So, jetzt geht's rein hier zu Dracula. Da steht nochmal, Kinder sind bis 7 Jahre kostenlos. Und ansonsten 20 Lei, Erwachsene 45 Lei. Also 45 Lei habe ich bezahlt. Ich rechne gleich mal um, wie viel das ist. Und jetzt gehe ich erstmal durch den Schlosspark. 45 Lei sind 9 Euro und ein paar zerquetschte. Und hier kann man den ganzen Schlosspark sich anschauen. Und hier in der Mitte ist das Schloss. Da kann man es schon erblicken. Von hinten das Schloss Draculas. Was für einen schönen Ausblick die hatten. There will be a day coming. The time of peace. No more pain and suffering, just peace. Ich bin erstmal ganz nach oben gestiefelt, was ich hinterher allerdings bereut habe, da ich nicht mehr runterkam. Der Weg ist nur für eine Person bestimmt und es kamen unendlich viele Leute von unten nach oben. Einfach zu viele. We will be living in harmony.
singing together a melody so pure, so real, only love. Es ist eine große Schwierigkeit, hier wieder zurückzukommen. Das ist der einzige Weg und die kommen hier hoch und hoch und hoch und keiner kommt zurück. Endlich, ich habe wirklich da oben 20 Minuten gewartet, um hier wieder runterzukommen. Das ist der einzige Weg. Take a look around you. Can you see it's coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take the hands. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. Die gesamte Architektur hat mich mega begeistert. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now the source of love. Kleiner Tipp, ihr müsst früh genug kommen. Ich habe höchstens bis hier gestanden und jetzt ist die Schlange unendlich. Jetzt muss ich mir noch was aussuchen. Und zwar nehme ich ja aus jedem Land irgendwas Schönes mit, was ich natürlich aber auch gebrauchen kann. Wie zum Beispiel so eine Schüssel kostet 2 Euro. Die kostet 3 Euro. Hier gibt's Sirup. Oh wow, die sehen auch hübsch aus. Handbemalt, aber die sind gleich mal richtig teuer. Hier kostet so eine, so ein Teller das Zehnfache. Also 30 Euro. Und so eine Tasse kostet 10 Euro. Ich habe eine Tasse gekauft hier. 10 Euro. Man kann sie sogar in die Spülmaschine. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Bye. Natürlich konnte ich auch hier nicht widerstehen, denn aus jedem Land muss was mit. Und ich habe mir diese wunderschöne Tasse gekauft. Ist die nicht schön? Handbemalt. Und sie hat 10 Euro gekostet. Und sie sagen, ich kann sie in die Mikrowelle und in die Spülmaschine tun. Und jetzt das Zweite. Ab heute gibt es keine kalten Füße mehr. Selbstgestrickte Socken. Herrlich. Ich würde sagen, da habe ich noch mal richtig Glück gehabt. Vorhin war hier alles leer und ich habe nicht gesehen, dass es hier Parkautomaten gibt. Und lesen kann ich ja auch nicht auf Rumänisch. Und es ist hier auch kein Parkautomat. Daher habe ich hier einfach geparkt. Und jetzt sehe ich, dass die hier alle ein Ticket drin haben. Allerdings habe ich keinen Strafzettel. Ich würde sagen, echt noch mal Glück gehabt. Mega, ich liebe Rumänien. Schaut euch doch mal diese Kulisse an. Und so fährt man hier übers Land, sieht die Karpaten, fährt durch viele kleine Dörfchen. Da ist auch irgendwas zu sehen. Es gibt ganz wenig große Städte, alles so kleine Dörfchen. Das ist eine Sprungschanze. Wartet, er ist am Penny-Schild vorbei. Da! Ich stehe jetzt hier im Stau und ich weiß jetzt auch warum. Hier habe ich schon im Navi gesehen, dass es hier nicht vorangeht. Das Problem ist, ich habe gerade die Warnung bekommen. Es ist wieder ein Bär. Ich habe gerade gegoogelt, in welchem Gebiet. Das steht ja immer da in der Warnung. Und das ist 5 Minuten von hier. Da ist ein Bär und darum geht es nicht voran. Die einzigen Straßen, die ich in Rumänien liebe, sind die Autobahnen. Ich bin jetzt 50 Kilometer vor Bukarest. Das wäre 50 Kilometer vor Berlin nicht möglich. Also die Autobahnen sind wirklich komplett leer. Weder im Norden noch hier unten, weiter im Süden ist es so voll.
Gegensatz zu heute Morgen, wo ich 20 Grad hatte, oder besser gesagt 17, habe ich jetzt 29. Take a look around you. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see this all. Hallo aus Bukarest. Ich bin hier gerade gut angekommen. Hier ist es wieder wärmer, aber windiger und viel mehr Verkehr. Und ich wandere jetzt in die Innenstadt. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love. So, ich suche Essen. Also landestypisches Essen. Da werde ich mal hier um die Ecke biegen. Ich habe mir jetzt bei Komoot ein Restaurant mit landestypischen Speisen rausgesucht. Und da navigiere ich mich jetzt hin. Doch, ich habe die Altstadt sozusagen gefunden. Jetzt gefällt es mir hier ganz gut. Aber alles nur Restaurants. Da hinter mir läuft jemand mit dem Fahrrad. Der hat mich gerade zu meiner Kreditkarte befragt. Das ist mir immer so ein bisschen suspekt. Der war sehr nett und so, aber der wollte wissen, mit welcher Kreditkarte ich bezahle, ob es eine Kredit- oder eine Debitkarte ist und alles auf Deutsch. Vorher hat er natürlich abgecheckt, was ich für ein Staatsbürger bin. Ja, weiß nicht, was der wollte. Da ist der. Die Nationalbank von Bukarest oder Rumänien, keine Ahnung. Wir müssen jetzt 650 Meter noch geradeaus. Dadurch, dass ich ja Rumänien jetzt bald verlassen werde, wollte ich noch mal ein Fazit loswerden. Ich bin ja mit deutschen Vorstellungen hier eingereist, habe aber auch schon viel von Reisenden gehört, wie toll es hier ist. Und ich muss sagen, meine Meinung über Rumänien hat sich komplett gewandelt. Ich habe hier weder irgendwelche Minderheiten getroffen, keine Roma und Sinti gesehen, von Zigeunern weit und breit keine Spur. Ich habe so viele normale Menschen gesehen, ich habe kaum Armut entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich nun ausschließlich touristisch gereist bin, aber ich bin durch viele Dörfer. Dadurch, dass es hier nicht so viele Autobahnen gibt, bin ich halt ganz viel Landstraße gefahren. Und ich muss sagen, das Land hat mich super überrascht. Ich würde es fast mit Kroatien gleichstellen. Und ja, die ländlichen Gegenden oben im Norden haben mir super gut gefallen. Die Karpaten waren super beeindruckend. Also ich werde auf jeden Fall nochmal herkommen und das Land etwas näher erkunden. Ich bin da. Das habe ich mir rausgesucht bei TripAdvisor. Ja, ist richtig gemütlich hier. Das ist die Speisekarte und wohl landestypisch sieht so aus. Aber ich habe mir hier so eine Bowl bestellt. Das ist das historische Zentrum, aber so viel Historie habe ich gar nicht mehr entdecken können. Oh, das scheint was Bekanntes zu sein. Hallo?
fertig mit Bukarest. Also mir persönlich reichen hier echt so 2-3 Stunden. Wenn man essen gehen will, natürlich noch ein bisschen mehr. Und ja, also die Altstadt ist jetzt nicht so der Kracher wie Split oder Dubrovnik oder Bratislava oder was gibt's denn noch? Zagreb oder so. Also ich war mal hier und ja, wenn ich nicht zufällig noch mal hier durch muss, war's das dann. Tschüss Bukarest! Und jetzt fahre ich auf meinen Stellplatz. Eigentlich wollte ich ja hier in der Stadt übernachten, aber ich bin nun mal ein Naturmensch und mit Städten habe ich es nicht so. Darum fahre ich jetzt noch 30 Minuten außerhalb von Bukarest und erwische hoffentlich wieder ein schönes Plätzchen. Ich wollte euch noch was zu den Vignetten der Autobahnen hier erzählen. Also wenn ihr über Tschechien fahrt, dann könnt ihr an den tschechischen Mautstellen schon für Tschechien, Slowakei und Ungarn kaufen. Ihr müsst aber wissen, dass es alles in bar bezahlt werden muss. Die nehmen keine Karten an. Das sind ungefähr, Tschechien kostet 19 Euro, Slowakei kostet 19 Euro und Ungarn glaube ich 15, so in etwa. Und Rumänien wird es dann spannender. Ich habe es auf der Autobahn gekauft. Ich hoffe, dass ich 3 Stunden nach Auffahrt auf die Autobahn das noch gültig habe, weil es kam vorher keine Tankstelle und jetzt habe ich gerade mal recherchiert über Bulgarien, da ist es wohl noch schwieriger. Es gibt vereinzelt Automaten, wo man es kaufen kann, aber man kann es auch im Internet kaufen, müsst ihr mal googeln, E-Vignette Bulgarien. Ja, das sind die 5 Länder, wo man eine E-Vignette braucht. In Griechenland dann ist es normale Maut. There will be a day coming, a time of peace. Ah, zum ersten Mal in Berührung mit Straßenhunden komme. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony and singing together. Mein heutiger Stellplatz sieht so aus. A melody, so pure, so real, only love. Take a look around. Da ist ein Klapperstorch. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see an open door. What are we? Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren. Bye. Now is the time to bring back the love into the human heart. We can make it happen today. All we just have to say.